Hey Leute, willkommen zurück zu Energy und Energy Space und seit langem mal wieder den Newsy Tuesday mit Aki und Light und ja, welcome. Als welcome. Kleines Special Video 101, ne? Wir sind ja auch schon ein bisschen weiter. Wir wollten eigentlich nach 100 in Rente gehen, aber naja, jetzt ja. Ist 101 geworden. Ja, also. Das Spiel geht ja auch so teilweise langsam in Rente. So wie jetzt die Aktionen mal rausgeschmissen werden. Wir gehen gleich drauf ein. Vorderen Schlückchen. Ah, was haben wir denn hier? Was haben wir denn schönes in zeitlich begrenzt Hits? Das kann man ja eigentlich schon alles verweisen auf andere Newsy Tuesday langsam. Also Schlachtfeldbeschwörung ist nicht neu, ist aber erst das, irgendwoher, ja. Ist aber erst das zweite Mal, dass es das gibt. Natürlich hauen sie jetzt mal wieder die Minatus und Obitus raus. Weil sie ja noch nicht jeder hat, ne? Das wäre eventuell eine Option, die dann zu sammeln, wenn das dann einen Monat einmal kommt. Ja, ich sehe schon, seh schon die ersten. Naja, ich sag mal so, für diese beiden gibt es eigentlich schon jetzt zwei Aktionen, die viel besser sind und günstiger sind als diese Schlachtfeldbeschwörung. Auf jeden Fall. Aber es gibt welche, die einfach so raushauen, ne, weil sie es können. Und ich sehe jetzt schon welche bestimmt mit 4 Sternen rumrennen. Keine Lust! Ach nee, es gibt ja schon welche. Mein Fehler. Okay, was muss man denn da machen nochmal hier? Wir machen gleich Kraftkugeln. Oh, ich kann was abholen. Da muss man was ausführen. Was stand denn da? Ich will nochmal draufklicken. Ich habe bloß draufgeklickt. Kraftkugeln kann man kostenlos bekommen, wenn man diese Sachen durchführt am Tag. Man kann jeden Tag 10 Kugeln umsonst machen. Oh. Das ist schon so, wenn man jetzt sagt, so im Schnitt kriegt man da so um die 70 Punkte. Ja, und 70 schon, Punkte man muss, kann man muss da schon mindestens so um die 10.000 bis 12.000 Gold man investieren, um einen von den beiden zu kriegen. Kann man so einen Zehner oder einen Einer? Was macht ihr? Ihr macht immer einen Zehner, oder? Was immer Zehner drauf und das sind so um die 70 Punkte circa. Bestehen von 3 Elite-Missionen. Okay, habe ich das noch nicht gemacht. Okay, dann machen wir noch was. Was machen wir denn da? Machen wir das noch? So viel dazu. Okay, dann kriegt man die Punkte. Scheiße, sehe ich nicht, wie viel ich da gemacht habe. 3 Elite-Missionen. Ich habe da schon 3 Elite-Missionen gemacht, das ist verpackt. Ich habe da schon Gara 3-mal gehauen. Verstehe ich nicht. Okay, ich versuche es nochmal. Brauche ich kurz ein bisschen Körperkraft. Das Kleine reicht ja, oder? Auf jeden Fall kann man zur Schlachtfeldbeschwörung auch sagen, dass es sich dort viel mehr lohnt. Fragmente an sich zu investieren, also die Punkte. Egal welche Fragmente, also ob das jetzt Minato oder Vito sind oder halt diese Tenten, Kakashi Flirt Paradies oder Sasuke Liebemann oder diese Ino. Denn die anderen Sachen sind eigentlich von den Punkten her viel zu überteuert. Okay. Die kriegt man woanders, ja. Also wer Bock hat, der sollte mal loslegen, so Minato oder Uito mal for free zu sammeln und eventuell ich hab jetzt schafft einmal man das in 20. Ich hab's jetzt einmal gemacht, hab 65 Punkte bekommen, kann jetzt beim Tauschhändler kein Minato-Fragment holen. Schade. Aber wenn man es jeden Tag quasi umsonst macht, kann man so im Schnitt in einer Woche auf die 700 Punkte kommen. Also das war's eigentlich schon. Ne? Also, Punkt, die man kriegt, ist so von 50 bis 100, ne, ist die Spanne. Und dabei bin ich jetzt bei 65 jetzt mit einem 10er ziemlich, habe ich sehr gut abgeschnitten. 11 bis 12 Events davon und man hat den zusammen. Ja, sozusagen. Meinst du jetzt den 5 Sterne oder? Nee, den einfach nur den for free. Da. Okay. Aber gut. Und wenn man das und als Tipp noch zu dieser Aktion, man sollte schon seine Punkte bis zum Schluss aufsparen und dann quasi einfach, wenn man jetzt nicht unbedingt gezielt auf eine Person geht von den zwei, aufs Gewinnerlager investieren, also egal dann in was, nur halt ins Gewinnerlager. Oh. Dann ungefähr diese 750 Punkte zusammenkriegen, dann kriegt man ja noch irgendwie was geschenkt, habe ich gesehen gehabt, ne? Ja, damals waren es Veredelungszeichen. Genau, Veredelungszeichen. Und da wo ihr hin. Vielleicht noch 50 bis 100 bekommt, ja, da wo ihr die Punkte auch reinsteckt, da könnt ihr auch dann nur tauschen. Ne? Also wenn ihr jetzt was von dem roten Seite haben wollt, wie so eine Ino, dann ist es ein bisschen blöd, wenn er bei den NATO investiert. Aber genau. Ihr seid ja Füchse, ihr wisst das alles schon. Gehen wir doch mal weiter zum Konoha Fachgeschäft, unser tolles war schon eine Weile nicht mehr, ne? So 2 Wochen nicht. Ne, da war jetzt auch eine kleine Pause dabei. Mhm.
Ja, gut, gut, klar, sie haben das jetzt rausgeballert, ne? Wurde jetzt noch Veredelungszeichen am Start sind und so. Passend zu dem, ich greife mal vor, zeitlich begrenzten Veredelungsevent, was ihr ja kennt. Hauen sie natürlich jetzt. Wieder, ne? Hauen sie jetzt natürlich Veredelungspakete raus, mittleres, höheres. Wisst ihr da noch die Prozente? Ist es hier gut, die zu holen oder lohnt sich das? Ja. Es ist relativ, ne? Wer es machen will, lohnt sich ja natürlich, die Dinger zu holen und eine 10er zu machen, wobei halt die 10er an sich nicht mehr so ausschlaggebend ist, ne? Durch die ganzen Handteams und so weiter, ja, die wir jetzt haben. Musst du nicht mal zwingend der Allerschnellste sein. Naja, habe ich schon mitgekriegt heute. Jo, Verfeinerungspaket natürlich. Beschwörungspakete auch zu kaufen, ne? Mit ja, auf der zweiten Seite. Genau, greifen auch wieder vor. Beschwörungsrückerstattung gibt es mal wieder. Bis maximal 500 Schriften kann man da was wiederbekommen. Wer drüber hinaus raushaut, der kriegt halt nichts weiter. Eine kleine Veränderung. Höllenkrabbe. Scheiß Höllenkrabbe. Kein coolen Dämonenkönig. Höllen, ich hühle. Höllen. Ach, ist mir egal, das ist Crap. Das ist alles Crap. Ja, da gibt's halt noch die Beschwörpaketchen. Ja, für die Combo ist sie ganz gut, ne? Aber sie macht halt kein Gift. Genau, kommen wir gleich drauf. Große Aufladebeschwörung, Aufladebelohnung, da kommen wir gleich wieder dazu. Wer jetzt auflädt, kriegt auch wieder Höhlenkrabbenfragmente. So wie es aussieht, ist die linke Seite täglich, kann das sein? Ja, also das Event gab es ja schon öfters. Ja, nur nicht mit der Höhlenkrabbe. Eine Veränderung haben sie ja schon reingeballert, und zwar ist das Ding jetzt viel teurer geworden als vorher. Also man müsste mehr aufladen. Man hat in drei Tagen 60 Euro aufgeladen vorher. Jetzt ist es doppelt. Und hat dann da seine Sachen für bekommen. Und jetzt lädt man in 320 Euro auf. Somit ist es eigentlich nicht so geil. Hat sich bewährt und dadurch ist die Summe jetzt nach oben geschossen. Wäre es bei dem alten. Oder es wurde in letzter Zeit weniger ausgegeben und es musste was getan werden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Aber es sind quasi 7 Tage lang 4 Fragmente holbar oder zu bekommen hier, wenn man täglich 2000 auflegt. So, das könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Fragmente ihr insgesamt habt. 7x4, ne? Wisst ihr Bescheid. Kommt da jetzt leider nicht auf 80. Wer schon was hat von der 2 vielleicht, dann seid ihr auch nicht viel weiter. Mehr Pech geht nicht. Wenn ihr 3 Tage am Stück aufladet, seht ihr ja, dann könnt ihr, egal wie viel ihr aufladet, dann könnt ihr noch die rechte Seite abholen. Kein Problem! Ne? Nach 3 Tagen, so wie es aussieht. Und ja, das, na gut, aber muss man nach 3 Tagen dann diese Summe dann cashen, dann mindestens. Na, hintereinander nicht, aber. Nee, wieso? 500 reicht doch schon. Da steht ja bloß 3 Tage auf, oder? Man muss ja dann aber auch mindestens 500 Ach so. Tage cashen jedes Mal. Cashen oder aufladen? Also aufladen. Also cashen ist für mich ausgeben. Aber gut, indem du auflädst, gibst du ja Regeln. Wir haben die Regeln nicht gemacht! Du gibst ja dein Geld aus. Ja, okay. Ja, zeitlich begrenzte Punkthändler mal wieder und. Dein Liebling ist dabei, der Hiladen. Jetzt kann sich's jeder leisten. Mit 20 Punkten ist er sowas von. So, den sollte jeder schon inzwischen gesammelt haben. Genauso teuer wie eine Siegelschrift. Wahnsinn. Also ein Fragment nur noch, aber den ich bald wieder auf 5 Sterne hatte, weiß ich auch nicht. Ich werde mich wahrscheinlich wieder an die Fragmente erstmal tun. Oder an die Höhenschlüssel. Oder ich sammle für einen Fuchs, ich weiß es noch nicht. Der Fuchs ist halt echt so ein langwieriges Projekt, wenn man nicht gerade eine 10er-Veredelung macht, ne? Und das noch cashen muss. Ansonsten müsste ich nicht. Wo man jetzt noch Geld investieren sollte hier. Jetzt gibt es das Paket zum Rabattpreis noch. Das gab es letzte Woche auch schon. Selbst da habe ich noch nicht zugeschlagen gehabt. Ich weiß nicht, warum ich es hier tun sollte. Ja, ich höre von vielen, das ist ein sehr gutes Angebot mit den. Letzte Woche war es ein gutes Angebot. Jetzt ist es teurer geworden, wie ich sehe. 1300 für 10 Schriften und 10 Beschwörschriften. Ja, genau. Letzte Woche mit dem kleinen Sommer-Event sozusagen war das Ding für 1050 drin. Jetzt ein bisschen teurer. In Siegelschriften und Beschwörungsschriften. Ich sehe schon, der jetzt Sommerurlaub ist, muss finanziert werden. 1300, also einfach die 250 teurer gemacht, das scheiß Ding. Ja. Hätte man letzte Woche einfach rein müssen, hauen müssen und jetzt diese Woche drauf sparen können. Ja, gut. Also, das wird jetzt auch leider die ganzen 7 Tage so kommen. Ich cache keine Siegelschriften, in dem Fall fällt das raus. So wie heute das erste Paket auch. Und da ja Siegelschriften, wenn man schon Cash woanders hinterhergeschmissen bekommt, deswegen lasse ich das. Und ja, es hat mich anfangs gereizt, das Schwert noch zu holen, weil das mir fehlt.
weil ich ja immer irgendwas anderes bei dem Tentern-Event gewinne. Aber ich muss sagen, es kommt früher oder später jetzt noch eine neue Gruppenmission und da werden dann die roten Dinger hinterhergeschmissen, wenn er sich das holt, ist selber nicht clever. Nur das, wenn man bedenkt, dass man durch dieses bis ans Limit die ganzen Kristalle geschenkt bekommen hat und die dann schon vielleicht in die alte Rüstung reingeknallt hat, lohnen sich die ganzen Rüstungen irgendwie leider nicht mehr, nachdem wir die ganzen Stats geändert haben. Wer da nicht aufgepasst hat, ja, der hat hinterher das Nachsehen. Richtig. Gut, dann kommt zeitlich Begrenztes noch, Beschwörungerstattung und dann sind wir schon durch, wie ich sehe. Da war ja nicht so viel hinten raus. Ne? So. Naja, wie immer, ne? Ja, diese Woche ist echt ermüdend, kann man sagen, was in Events wieder dabei ist. Wir sind kurz und knackig diesmal, ne? So, was wir immer schon wollten. So nach dem 15. Mal haben wir es endlich drauf. 10 Minuten und wir sind fast durch. Die Leute. Nächste Woche wieder was Neues. Aber unsere Stimme hört man doch dann so selten, deswegen muss man jetzt mal ein bisschen noch was sagen. Also ich bin ja zwar. Einfach nur, um die Stimme zu hören. Nee. Leute, ich bin ja auch öfters mal am Twitch. Ich werde auch wahrscheinlich wieder diesen Sonntag im Twitch sein, wenn nichts dazwischen kommt. Eremit natürlich, ne? Ihr dürft nicht vergessen, jeden Sonntag Livestream von Energy Gönnen. Da gibt's immer was zu lachen, wenn die Leute hier. Ich muss einen Weg finden, damit klarzukommen. Aber im letzten. Ja, gut, ich war Dienstag jetzt so spontan. Ja, mal auch, aber Sonntag ist ja quasi der feste Termin und wenn hier die Leute am Start sind, dann wird es richtig lustig, weil. Wenn ich nicht gerade unterwegs bin oder krank bin, dann bin ich eigentlich ja Sonntag. Also sonst ist der Termin halt fest. Also lasst euch blicken. Energy freut sich. Da kriegt dann wieder Arschwasser und dann passt die Sache. Oh okay, das schon wieder. Nee, das war mal. Arschwasser hast du immer. Ja. Ja, du spielst doch keine mehr selber. Oder du machst erstmal das Blut zu der Banane wieder rein. Ja. Die Banane. Banane. Ja, die wollte ich mal aufmotzen. Naja, müssen wir mal gucken. Vielleicht spiele ich ja meine aufgemotzte Banane rein. Ein bisschen mehr Effekt oder so. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Im Endeffekt bin ich wunschlos glücklich jetzt gerade, also von daher arscht. Okay. Ja. Dann würde ich sagen. Ist kurz und knackig halt. Ja, dann, das erste Mal. Ja, das erste Mal. Erste 15. Mal, ne? Also, jedes Mal das erste Mal und nach New City UC 15 folgt New City UC 16 irgendwann, hoffe ich mal. Ich werde hoffen, dass nächste Woche mal ein Rom-Event kommt, dann während ich und der Light eventuell mal noch eine Achterrobe machen, aber das steht in den Sternen, wenn noch ein Rom-Event kommt. Wenn er sich noch ein bisschen Zeit lässt, dann werde ich auf jeden Fall die Achterrobe auch noch dicke reinhauen. Ja, New City UC 15 soll das hinten eigentlich heißen. Irgendwie fehlen die Doppelpunkte zwischen New City UC und 15. Okay. Ja, würde ich sagen, danke für das Interesse. Fürs Interesse, ne? 100 Videos haben wir geschafft und mal sehen, wie viele noch kommen werden. Dann, Leute. Da rein. Lülü und so weiter. Und chill mit Ö. Oh, auf jeden Fall. So, we're caught up in drama. Everybody's talking, everybody's talking. We're caught up in problem. Jutsu!